going funky. Go funky. Yo, hi Leute, ich bin Mr. Ganzo, mein Name ist April. Und ja, willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video, was sich Schmuck macht. Ich habe ja ein bisschen Schmuck, das ist scheiße. Das verkaufen wir erstmal. So, verkaufen, Müll. Ich hab zu viel Müll. Egal, ich schmeiß einfach das unnötigste einmal weg. Nicht, dass ich eine Rüstung verkaufe. Ja. Wir müssen uns erstmal Schmuck holen, dann zeige ich euch, wie das alles funktioniert. Mit Schmuck und so bestimmt haben ein paar Leute Fragen, wie das alles funktioniert. So, Schmuck. Moment. Ich sehe es mal. Ausrüstung. Oder? Nein. Accessoires. Ah, oh, sorry, Mann. Oh. Also, ich bin mit 73. Für mich gibt's schon. Bin jetzt nicht sicher. 75, nein. Nee, das war nicht das. Das war. Das bis da. Dieses Schmuck nicht. Also ich muss immer schauen, dass da immer 4 Slots hier drin, also 0 von 4. Das müsst ihr euch immer kaufen. Weil 0 von 3 oder so ist einfach dämlich. Da ihr ja Maximum an Bunnies immer raushauen wollt. Also Halskette. Ring. Das da hier. Zack. Das kaufen wir uns. Wir können es eigentlich sofort kaufen, also eigentlich mit Bunnies zum Beispiel hier. Hab hier so dazu. Das ist eigentlich sehr guter Alter. Ja, egal. Erstmal werden wir uns das dann machen. Lass mal gucken, wo das ist. Das ganze Zeug hier. Oh, das kostet aber viel. 30k. Ja, egal. So. Dann habt ihr jetzt euer Schmuck gekauft, also immer mit 4 Slots, ungefähr für euren Level angemessen. Eigentlich könnt ihr diesen Schmuck schon bis Level 90 tragen, also müsst ihr euch dann keinen neuen Schmuck mehr holen. Hier steht Maximum Optionen 6, hier auch 6 und hier auch 6, genau. Das heißt, ihr könnt dann nur Kellon bis Level 6 nutzen und immer das Maximum Kellon immer nutzen. Kellon. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, ja. Also Kellon Level 6, die sind hier der Level 4 und so alles. Je höher das Level vom Schmuck ist, desto mehr Kellon braucht ihr. Die sind ein bisschen teuer, aber wir kommen uns erstmal 20 Stück. So. Ja. Der Schmuck, der kann auch failen, wenn man das da macht. Und es ist eigentlich jetzt ein bisschen Glückssache, was für Bonis man jetzt rausbekommt. Also fangen wir jetzt erstmal mit Accessoire und Kellon müssen da reinstecken. Wo ist das da? Das. Schaut, da stehen so die Bonis, was rauskommen können, verringert den Crit 1-10% und weiter alles. Und ich hoffe, ich bekomme HP gleich. Crit, verringert Crit schon mal, also ist schon zum Beispiel ziemlich gut. Da macht man das jetzt einmal weiter. Und ja, wenn es fällt, dann musst du einmal weitermachen, bis es dann funktioniert. Also manchmal kann es auch fällen. Hinzugefügt. Maximale HP 619, ja, geht so. Ist nicht so schlecht. Nur noch HP-Erholung und dann wäre es eigentlich perfekt, also für mich. Da ich MP nicht so dringend brauche, oder vielleicht noch MP dazu dann später. Ja, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt muss man mal weitermachen. Wie 20k pro Versuch, also ja, Geld, also das Geld ist eigentlich gut investiert. Bekommt ihr knapp dann 2,5k mehr HP. MP-Erholung, ja okay, ist jetzt nicht so das allerbeste. Also man braucht unbedingt HP-Erholung, sonst ist man aufgeschmissen. Sonst braucht man echt so ewig, um zu um sich zu heilen, wenn man sitzt. Okay, so, jetzt ist man gespannt. MP-Verbrauch, okay, das ist jetzt nicht so das Beste vom Ei. Das sehen wir uns aber an. Okay, das können wir jetzt nicht anziehen, stimmt. Jetzt noch das, okay, wir machen jetzt noch das nächste. Ja, hier steht ja ungefähr von zum Beispiel den Verbrauch 0 bis 7 Crit, 0 bis bla bla bla. Und dann HP und so alles. Maximal HP 723, also fast das Maximum. Bis 750, glaube ich, ging HP. Und dann bis 750, schauen wir mal hier. Ja, bis 750 könnte man HP, also fast das Maximum rausgeholt. Also ist schon mal gut. Jetzt noch HP-Erholung und die anderen zwei Bonis werden mir eigentlich scheißegal, was die sind. Ups, das war ich falsch. Hammer. Und HP-Erholung, perfekt. 59, auch fast das Maximum. Also. Ist schon mal gut. Dann jetzt nur noch so Anti-Crit oder so, das wäre auch noch gut, wenn ich dann noch drauf bekomme. Bekäme. MP verbraucht 6%, ja, ist immer gut, also ist nicht so schlecht. Okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr gering, dass wir jetzt Anti-Crit bekommen können. Ja, hier
Anti-Crit, also ich glaube, immer einen von beiden bekommt man, oder? Wir können es auch bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich Anti-Crit bekomme, dann. 2%, das ist schon mal sehr gut. Also könnte man schon mal für 500k verkaufen. Der eine Typ hat es für 250k drin. Ich glaube, das kaufe ich von ihm, weil das ist jetzt nicht so gut gelungen. So, wir lassen uns jetzt einfach nur überraschen, was dann rauskommt. Einmal, zweimal. Also Anti-Crit, ja, 2%. Ja, die machen halt weniger Crit-Chance, haben die dann. Oder nein, weniger Crit, genau. Nicht Crit-Chance, das wäre ja überpowered. So, einfach reintun. Und da schauen wir uns gleich an, was wir da rausbekommen haben. Okay, hat gerade gefällt. Jetzt aber nochmal. Die Option verschwunden, weil du nicht geschafft hast, die Option hinzuzufügen. Yo, ich hab's nicht geschafft, wahrscheinlich. Kein Spaß. Da haben wir es jetzt gleich. Ja, es geht eigentlich maximum nur bis 4 Optionen, also immer 4 Optionen. Ihr müsst eigentlich den Schmuck bis 93 eigentlich tragen oder 92. Ich glaube, es gibt 92er Schmuck, weil die haben auch 4 Optionen und 3. Ja, okay, 3 Optionen geht noch so, wisst ihr. Also kommt drauf, also bei. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben aber nur 2 Optionen, die 91er Schmuck. Also mit 2 Optionen würde ich mir sowas nicht holen. Das ist, was könnt ihr drauf tun? HP und HP-Erholung. Und fertig. Da könnt ihr keinen Anti-Crit holen, nix. Oh, das fällt aber jetzt die ganze Zeit, das nervt. Könnt ihr keinen Anti-Crit holen, nix. Und, ja. Mit sowas wollt ihr irgendwie sicher nicht rumlaufen. Okay, das fällt jetzt die ganze Zeit. So, jetzt noch 3 Stück habe ich. Oh ja, 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 jetzt habe ich noch PC-Steine, muss ich noch heute machen. Ach komm. Geht doch jetzt, ich hasse es, wenn ich so oft fällt. Ich weiß nicht, wie die Chance jetzt ist. Ich glaube, die Chance ist so 25% oder 20%, dass es reingeht. So insgesamt. Der Witz, Alter, das Witz wäre echt, wenn ich jetzt schon viermal schon gemacht hätte. Oder? Nein. Ich habe es nicht viermal gemacht. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier. Kellon, ja. War zu wenig, ich dachte 20 Stück reichen jetzt schon mal aus. Ja, aber die würde ich immer in LED aufheben, Leute. Da die schon viel wert sind, 3k pro Stück, dann hebt ihr die auf. Vielleicht könnt ihr dann selber euch machen Schmuck und dann, wenn ihr die richtig immer Schmuck habt, könnt ihr sogar für 500k verkaufen. Also so könnte man auch eigentlich sein Geld machen. Also es gibt viele Wege, wie man sein Geld machen kann. Aber ich habe Keller. Ah, okay, das fällt jetzt die ganze Zeit, okay. Also wenn es jetzt nicht klappt. Wir sind hier schon 7 Minuten dran. Okay, jetzt schauen wir mal, was es hat. Verringern den Crit 7%. Maximal HP 700. Perfekt. Also MP, HP-Erholung. Verringern den kritischen Schaden um 7%. Das kann man auch behalten. Das behalten, das behalten. Bei denen müssen wir schauen, weil, ja, wisst ihr, hier keine HP-Erholung. MP-Verbrauch um 7%. Ich weiß nicht, ob ich das dann behalten würde. Moment, ich muss erstmal. Accessoires. Halskette. So. Also da gibt es, glaube ich, maximal AP. Crit, MP, genau dasselbe. Also wenn da kein Billing gibt, dann. Egal, ich packe lieber meins, dann ist jetzt besser, ist jetzt die ist im Passage. Jetzt habe ich ein bisschen mehr, sieht ihr. Also mit dem Schmuck habe ich 18,7 und mit dem 19,7, sagen wir mal gerade so, 1k mehr HP habe ich mit dem Schmuck. Also hat sich eigentlich gelohnt im Schnitt. Ja, überall immer HP drauf tun eigentlich, also auch wenn du Mage, also bei Mage, naja, eher so MP eigentlich. HP und MP beides und HP Erholung und MP Erholung, also würde ich bei Mage machen. Oder anstatt HP Erholung verringert Verbrauch von MP. Kommt drauf an, mit welchem Charakter man spielt. Aber eigentlich müsste eigentlich immer Crit, Anti-Crit-Ding da sein. Was, wie viel Prozent habe ich jetzt weniger Crit bekomme ich? 7, 14, ja, 16% weniger Crit bekomme ich. Also, naja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über Optionieren. Manchmal lohnt sich es sich besser, es sich selbst zu machen, statt es sich immer zu kaufen. Und, jo. Du kannst mal unten in den Kommentaren schreiben, was für Tutorial ich noch machen soll. Bis zum nächsten Mal. Ciao. And I was there, standing outside your door, waiting for you to show me how to stay.